Ja, und hallo liebe Zuschauer des schönen Spieles Blade & Soul und willkommen hier bei uns auf dem Kanal. Ja, in der letzten Folge hatten wir einige kleine Quests abgehandelt, hatten versucht den Hongmun Shop sauber zu beenden, was irgendwie anscheinend nicht so richtig geklappt hatte. Muss die Quest leider abbrechen. Und werden jetzt mal alles hier noch in der Gegend abarbeiten. So, als nächstes sprechen wir mit Ma Do Sung, was auch immer. Banzang und Banshee haben Banyong schon seit Stunden nicht mehr gesehen. Banyongs Vater sagt, er und Banshee wurden von Wufu gefangen genommen und dann wieder freigelassen. Selbst Wufu würde keinen alten Mann und seinen Enkel gefangen halten. Banyong plant? Was hat Banyong vor? Ist er denn wahnsinnig? Wufu wird Banyong in den Boden stampfen, wenn er erfährt, dass er von ihm gestohlen hat. Banyong hat keine Chance gegen Wufu. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er den Töpfchenbau betritt. Worum geht es? Ah ne, macht mal Pause. Ich muss euch etwas sagen. Worum geht es? Ihr kennt den Hongmun Shop, besondere Währung, besonderer Shop. Der Hongmun Shop verkauft Gegenstände, die sind nur selten. Ah, jetzt kommt diese Aufgabe, die Quest wieder. Ja, wie gesagt, wir können sie beim letzten Mal schon nicht abschließen. Werden wir diesmal auch nicht annehmen. Ist zwar schön. Wir können es ja nochmal probieren. Wie gesagt, es geht um den Hongmun Shop, lalalala, und mit F10 soll man das machen, und wir nehmen es mal an. Ihr dürft nicht zulassen, dass ein Töpfchenbauer übertritt, das wäre sichere Tod für ihn. Die haben wir doch schon. Hä? Langsam wird es ja etwas verwirrend hier. Was macht ihr denn für Sache? So, wir sollen schon wieder den Hongmun Shop öffnen. Wir öffnen den Hongmun Shop und schließen den Hongmun Shop wieder. Und die Quest verschwindet schon wieder nicht. Es ist doch moxig, ist das doch. Quest abbrechen. Ja. Ja, und da wird die Quest schon wieder angezeigt, aber diesmal sind wir nicht so doof. Wir werden da nicht mehr hingehen. Gut, wir werden als nächstes gehen wir hier hinten. Wir müssen, wie gesagt, die hatten wir gehabt. Wir müssen jetzt, ach, jetzt ist hier der zweite Teil dieser Quest. Der ist ja unglaublich. Ach, die lassen einen aber auch hier rennen. Theoretisch können wir doch hier runterfliegen, oder? Zzt. Was nur? Wir können aber schnell fliegeln. Fliegeln, vor allen Dingen fliegeln. Fliegeln sind auch mal schnell hier. Wir sausen durch die Lüfte. Auf dem direkten Weg. Und da kommt ihr unten an. Jawohl. Ja, und leider müssen wir dann wieder etwas langsamer laufen hier. Unser Mana ist ja auch wieder am Ende. Ich möchte jetzt eigentlich die Quest ab. Da kommst du noch hinterher? Na komm her, du. Mein kleiner Drachenflieger hier. So. Fliegen wir eine Runde runter hier. Können wir einfach versuchen, etwas schneller zu fliegen. Solange wie das Mana noch ausreicht. Na du, hier oben ist nichts. Ach doch, da hinten. Ah, ich werde beinahe unten hier geflogen. Ach, stimmt ja, die beiden hier. Nein, die Daily wollen wir nicht haben. Wir nehmen die hier. Ihr habt meinen Vater gefunden. Wie wundervoll. Als Großvater und ich zum Stielbachkahn zurückkehrten und die dort nicht finden konnten, haben wir uns Sorgen gemacht. Er sollte bald zurück sein. Den Himmel sei gedankt. Ich werde mit Großvater reden und wir werden zum Kloster Stielbach zurückkehren. Das ist doch schön. Nein? Die Daily lassen wir. Ich bin der Meinung, die Daily hatten wir auch schon gehabt. Also, Daily lassen wir aus. Jetzt muss ich wieder zurück. Aber das ist doch moxig. Hin, her, hin, her. Und das nur immer für ein bisschen Smalltalk. Das ist ein bisschen, ja. Gut, man macht's. Also. Wir halten uns hier etwas länger auf. Jetzt müssen wir wieder nach oben. Ah, der flog. Kommst du denn auch noch hinterher, mein Freund? Ich hätte es nicht gedacht. Was ist denn du?
Ich wollte gerade sagen, mein Freund, macht mal hier mal ein bisschen Ratu Matatu. Achso, stimmt ja, man kann ja hier nicht schneller Rennen machen, wenn man gerade im Kampf ist. Und wieder nach oben. Zu dem Eumel. Ist doch nicht normal. So, auf wie geht's. Gut, ich denke, ich werde mit ein wenig mit den Bands unterhalten müssen. Es ist zu gefährlich, wenn sie alle in der Bambuswache sind. Bayong ist ein ganz guter Kämpfer. Ah, vielleicht kann Bansan eine Verwaltungsaufgabe übernehmen. Bald hier würde ich einen guten Boten abgeben. Ich muss ein wenig darüber nachdenken. Hey, wunderbar. Macht mal Pause. Ne, jetzt kommt wieder die Sache mit dem Hongmun-Shop. Gut, da sind wir zumindest hier oben in Kloster Stielbach fertig. Hoffe ich jedenfalls. Das heißt, wir müssen mal eine große Karte aufmachen. Ich glaube, es wäre mittlerweile sinnvoller, wenn ich hier oben eine größere Karte anmache. Halt! Halt, großer Manitou! Ich gehe mal davon aus, dass wir nicht direkt hier rüberkommen. Also werden wir wieder diesen Weg hier laufen. Vielleicht können wir den hier rüberfliegen ein wenig. Gut. Da. Da lang. Wir gucken mal hier. So, und fliegen. Ja, der war gut gewesen. Der war ganz hervorragend. Hat ja richtig gut geklappt. Gut. Schlagen wir mal direkt einen Weg ein. Auf dem Weg werden wir kurz einen Brennnesselkäfer erlegen. Ein Brennnesselkäfer an Ehren kann niemand verwehren. Ups, hopp mir auch mit dir, mein Freund. Ja, ab und zu gibt es über leichte Hackerchen. Ein leichtes Hackerchen. Warte, du. Wer kommt denn? So. Sag mal, was kommt ihr alle hier und greift mich an? Ich wollte gerade sagen, aber das ist ja hier. Ja, ich bin im Kampfe, kann also nicht mein Mana ausprobieren. Und da haben wir es wieder. Juhu! Juhu meine ich. Ja, sieht immer schön aus. Ah. Wir gehen durch das nächste Gebiet. Und zwar gehen wir an die Wächterküste. Die Wächterküste. Der fliegt. Oh ja, aber erstmal eine Menge zu quatschen, würde ich sagen, oder? Oh, sieht aber hübsch aus hier. Das sieht hübsch aus, das gefällt mir hier. Mit dem kleinen Brocken da oben, das sieht hübsch aus. Euer Kommen wurde angekündigt. Eine Taube brachte die Neuigkeiten über Fräulein namens Soyo. Es gerät alles außer Kontrolle. Wo ist Hauptmann Dutschun? Hauptmann Dutschun ist ins Bambusdorf zurückgekehrt. Verständlich, aber das lässt uns schlecht aussehen. Der Angriff auf die südliche Flotte erscheint eh schon unmöglich genug. Und der Verräter Bumbak könnte Monate der Vorbereitung zunichte gemacht haben. Wer weiß, was er noch alles verraten hat. Eins ist sicher. Wir können erst angreifen, wenn wir genau wissen, wo Nam Soyo gefangen gehalten wird. Ihr darf nichts geschehen. Mein Plan sieht vor, Nam Soyo über das Kommunikationssystem der Schwarzen Ramme aufzuspüren. Wir wissen, dass die südliche Flotte oft Briefkrähen mit Nachrichten zu den Marodeuren der Wächterküste schickt. Geht zum Briefkrähenposten nahe der Küste und holt euch die letzte Nachricht vom Bein der Krähe. Mit etwas Glück erfahren wir, wo sich Nam Soyo befindet. Durch diesen Brief können wir erfahren, wo in der südlichen Flotte sich Nam Soyo befindet. Kapiert? Seid umsichtig. Diese Mission ist entscheidend. Okay. Also, wir brauchen eine Krähe. Die eine Krähe hackt der anderen nicht das Auge aus. Ey, was war das denn gewesen? Wächtervorhut. Besser als Vorhaut. Gut. Für Deibel. Wir gehen mal zu Mokdun. Mokdun hatten wir schon mal, oder? Na, wenn du. Achso. Ihr seht gut aus. Nach dem, was ich von euren Abenteuern gehört habe, habe ich schon befürchtet, ihr würdet ziemlich mitgenommen aussehen. Entschuldigt. Man hat mir erzählt, ihr seid bei den Kämpfen gegen die Zwielichtnattern und die Schwarze Ramme nicht mal ins Schwitzen gekommen. Die Hongmun-Schule scheint sich für euch bezahlt zu machen.
Wie ihr sehen könnt, ist uns die Schwarze Ramme zahlenmäßig immer noch überlegen. Hier an der Küste haben sie sogar ein Rekrutierungslager. Gibt es etwas Schlimmeres als eine nächste Generation der Schwarzen Ramme? Ich hoffe, es ist nicht zu viel verlangt, aber ihr könnt uns... Aber könnt ihr uns helfen, die Rekruten der Schwarzen Ramme aus ihrem Lager zu vertreiben? Ihr könnt ihnen eine wertvolle Lektion erteilen. Ich werde helfen. Danke für eure Hilfe. Nehmt euch die Vorreiter und Patrouillen der Schwarzen Ramme vor. Wenn ihr die höheren Ränge besiegt, desertieren die Rekruten vielleicht. Okay, also ein paar besiegen. Oh, das ist ja die neue Quest. Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Die Straßen zwischen diesem Außenposten und der Küste ist äußerst gefährlich. Wenn die Angriffe so weitergehen, werden nur wenige Wachen es bis zur südlichen Flotte der Schwarzen Ramme schaffen. Ich habe die Situation genau überdacht. Die Agenten der Schwarzen Ramme machen die Straßen unsicher und ihre Scharfschützen verstecken sich in den Büschen. Ich brauche nur jemanden, der sich traut, diese dreckigen Piraten zu besiegen. Ich leite diese Mission und ich weiß, was ihr könnt. Ihr seid zweifelsohne der beste Krieger für diesen Auftrag. Seid ihr bereit, die Schwarze Ramme zurückzuschlagen? Na, sicher nicht. Warte mal, ja, wir nehmen alle hier ein. Komm, gib mal Geld her. Ach, die Dame mit der Brille. Huch, wer seid ihr denn? Und warum sucht ihr mich? Eure Tasche wohl gefunden. Meine Tasche. Die Schwarze Ramme hatte sie nicht genommen. Oh, und ihr habt sie einfach so einen weiten Weg... gebracht. Ich danke euch. Ich danke euch vielmals. Manchmal habe ich das Gefühl, ist das doch die einfachste Google-Übersetzung. Wir gehen mal erst zum alten Show und danach werden wir mal die Daily-Quest da annehmen. Hallo, Joe. Was? Wollt ihr etwa eine Medaille dafür, dass ihr mir etwas beschafft? An die Arbeit! Das Windwandeln ist ziemlich praktisch, nicht wahr? Nun, ich kenne da einen kleinen Trick, mit dem ihr noch schneller werdet. Sprinten ist zwar schön und nett, was passiert aber, wenn ihr eine kleine Mauer oder etwas in der Art überwinden müsst? Ihr stürzt und brecht euch die Knöchel oder fallt aufs Gesicht und bumm, das war's dann mit eurer Karriere als Kampfkünstler. Eine neue Technik, Überspringen, wird dies ändern. Ihr seid nun in der Lage, über niedrige Hindernisse zu springen. Dann müsst ihr euch nicht die Haxen brechen. Niedrige Hindernisse? Ja, niedrige Hindernisse. Lasst mich raten, ihr wollt gleich über einen Berg springen können, oder? Ganz kleine Schritte, Neuling, ganz kleine Schritte. Jetzt springt mal schön los. Trainiert die Waden und ihr seid im Nu bereit für weiteres Training. Und da ist er weg. Haben wir das jetzt als Aufgabe? Besiegt die Rekruten, besiegt, lalalala. Ich weiß nicht genau. Wo ist denn jetzt die Daily gewesen? Hallo, Daily? Ach, dahinter. Da ist er, der Große. Schön, euch zu sehen. Manchmal erzähle ich stundenlang davon, wie ihr uns beim Reinigen im Feuer geholfen habt. Fragt die Wachen hier. Sie haben die Geschichte bereits öfter gehört, als ihnen lieb ist. Hab Dank. Aber ich bin auch ein ziemlich harter Kerl. Ich esse jeden Morgen 6 rohe Eier, trinke eine Flasche Kaoliangju und laufe die Wächterküste ab. Ich bekämpfe die Schwarze Ramme, wo ich kann, aber es werden immer mehr. Ich habe erfahren, dass sich die Söldner der Schwarze Ramme bei einem Aussichtspunkt nördlich von hier treffen. Von dort beobachten sie unser Lager und starten ihre Überraschungsangriffe. Ich bin sicher, dass sie uns auch jetzt gerade ausspionieren. Kann ich helfen? Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Der Hauptmann der Söldner versteckt sich im Aussichtspunkt. Die Situation ist verzwickt. Er kommt nur heraus, wenn die Kriegstrommeln ertönt. Kämpfen könnt ihr. Mal sehen, ob ihr auch trommeln könnt. Benutzt die Trommel, lockt den Hauptmann raus und verpasst ihm den Schock seines Lebens. Okay, ich soll trommeln. Trommelfeuer!
So, ich soll jetzt erstmal springen und sprinten. Bin jetzt gerade ein bisschen überfordert, was er mit Springen und Sprinten meint hier. Blung. Wunderbar, was ist denn hier Blung? Habe ich noch Quests? Nein, momentan keine. Was wollen wir überhaupt auch machen hier? Also wir gehen mal jetzt hier ran. Hier blinkt was. Aha, okay. Mein Freund, hau einfach ab. Oh, ich hätte mal... Oh, so heißt das denn hier? Kriegt hier voll ins auf die Nase. Verteidigt! So. Besiegt die Agenten der schwarzen Ramme. Gerade mal einen einzigen besiegt hier. War anscheinend auch kein Agent. So, was ist hier? Raschelnder Busch. Ach stimmt, hier sollen wir ja irgendwelche... Was denn? Meine Fresse. Also die ist schon mal wieder weg. Agent der schwarzen Ramme. Komm her, du. Oh, das war aber ein Schuss gewesen, ja. Komm her, du. Und du auch, mein Freund. Hier hinten leuchtet es wieder. Das heißt, hier müsste wahrscheinlich wieder eine Agency sein. So, mittlerweile wissen wir ja. Es hilft alles nichts. Der muss anscheinend erstmal auf hier weckt werden. Freund Blase. So. Dachte, ihr habt hier schon ein bisschen mehr geschafft. Ah, da leuchtet es wieder. Gehen wir doch einfach mal hin. Gegenangriff. So, warten, bis er reagiert. So, den haben wir schon mal. Abfangen, Jäger. Starten. Haha, ich hab ihn. War bloß anscheinend der Verkehrte. Ah, na gut, irgendwas ist ja immer. Agent der schwarzen Ralle. So, der ist nicht mehr da. Der Freund hier. Mein lieber Freund. Windsteinbeißer. Muss ich auch besiegen, oder... Besiegt die Agenten der schwarzen Ranne, schon mit Vorreiter für die Patrouillen. Eigentlich nicht. Eigentlich muss ich die ja nicht besiegen. Dann lassen wir doch mal. Wenn wir die Windsteinbeißer nicht besiegen müssen. Agent der schwarzen Ramme. So. Bist du auch ein Agent der schwarzen Ramme? Na, sicherlich doch. So. Aber hier noch eine Agency. Das funktioniert nicht. Schon genug? Jetzt ja. Warum muss man hier ausgerechnet 9 Stück besiegen? Das ist doch ein bisschen, das ist doch mühselig. So. Links, rechts, rechts, links. Und den letzten. So, dann haben wir das auch schon mal. Besiegt die Vorreiter der schwarzen Ramme und die Patrouillen der schwarzen Ramme. Vorreiter, Patrouille. Wer redet hier von einem Gegenangriff? Halt die Gusch. Dann ist das gut hier. Kann von hier oben? So, mein Freund. Gib mir deine Loot. Panzergrabe? Ich habe keine Ahnung, ob wir die machen müssen, aber ich mache einfach mal eine. Aber ich glaube nicht. Ah, die gibt es immer im Doppelpack, ja. Nehmen wir mal das Bömmchen. Sehr schön. So kommt Stückchen für Stückchen. Bam, 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 bam. Ist schon ein schöner Ton.
So, Krabi. Du bist auch mal weg hier. Und wieder eine Patrouille. So. Haben wir noch eine Patrouille? Ab zur Patrouille. Nächste Patrouille. Ach, super. Bam, badam, badam, badam. Ach, wer bist du denn? So. Du sollst mich doch nicht hauen. Kann man den einfach mal hier runterschießen? Kann man. Und da liegt er am Wasser. Das ist ja auch ein herrliches Bild. Noch eine Patrouille? Na, aber. Hopp, hopp. Das haben wir schon mal und jetzt müssen wir die Vorreiter. So. Ja, ich hätte blocken können, ich gebe es zu, aber ich war gerade so im Fluss. Voll im Flow, hier. Blocken und weg ist er. Sehr schön. So, das haben wir auch. Schlag die Trommeln und lockt den Söldnerhauptmann der schwarzen Ramme heraus. Hallo Krabbe. Wo soll das denn sein? Ja, gute Frage. Wir gehen mal einfach hier rauf. Oh Gott, welcher. Ah, die drei Dinger. Wir rutschen mal hier durch. Das reicht doch aus, Kinas. Kommt ja wohl hinterher? Tatsache. Ja, der Vorreiter ist da geblieben, aber die Patrouille möchte. Bewegt euch näher ans Ziel. Hallo, Glück gehabt, ja, mein der Freund. Vorreiter der schwarzen Ramme. Komm mal her. Tot ist er. Also hier haben wir keine Trommel. Also müssen wir wahrscheinlich nach oben und da oben die Trommel trommeln. Und ich sehe gerade von der Zeit hier, wir sind jetzt schon weit wieder drüber. Eieieiei. Trommeln wir hier noch eine Runde? Wir trommeln hier noch eine Runde. Vorreiter der schwarze Ramme. So. Und die schwarze Ramme. Wo soll ich hier bitte trommeln? Die Frage ist gut und berechtigt. Wo soll ich denn hier trommeln? Wir gehen mal noch eine Etage höher. Finden wir noch nichts zum Trommeln. Also auf der anderen Seite muss ich dir einen Grund geben, warum es hier einen Weg nach oben gibt, oder? Aha. Ah, hier sind auch Trommeln. Okay, hier sind ein paar mehr Leute. Ich glaube, das ist ein bisschen Mucks, die hier alle zu... So, macht mal hier ein bisschen Abgang, liebe Freunde. Ah. Troll da mal. Trollwirbel. Was ist das für Murks hier? Hallo? Ich will trommeln. Was ist denn jetzt hier? Hä? Was ist das denn hier? Hallo. Ich komm nicht weg. Was ist denn das hier? Ich kann hier den Trommelknödel hier nicht loswerden. Was ist denn das hier? Wo ist mein Messer? Ist eigentlich da. Und soll ich hier trommeln? Links, rechts, links. 4. Ach, bin ich blöd. Ah, okay, wir gucken mal. Wir besiegen nochmal die Herrschaften hier.
bei der Trommelallianz. So, wo ist die Trommel? Der Trommelstock? Wo ist er? Ist der Trommelstock nicht mehr hier? Das kann doch nicht wahr sein. Hier ist er auch nicht mehr. Wollt ihr ihn jetzt veräppeln hier? Zeigt ihr im Inventar? Nein. So, du bist weg. Piraten der schwarzen Rabe. Auch weg. Ich brauche eine Trommel. Hallo Freunde. Ich möchte gerne trommeln. Auch wenn ich hier ein bisschen mittlerweile... Mana mittlerweile mir hier weit. So. Wieso krieg ich jetzt die Trommel hier nicht? Hä? Hinterhalt der schwarzen Ramme, sprechen wir Jung. Sprechen wir mit dem Außenposten. Fangt die Krähe der schwarzen Ramme. Moment. Ich muss mal kurz hier. Gut gemacht, ich habe die Trommel bis hierher gehört. Ich stelle einen Trupp zusammen, um den Aussichtspunkt zurückzuerobern. Hab Dank, Jingyang. Wie? Ich war fertig? Ist ja klasse. Ich bin fertig und weiß gar nicht warum. Gut, dann muss ich mir nochmal im Nachhinein mal anklicken auf Video. Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Gut. So, wir fliegen jetzt mal eine Runde. Und zwar, wir fliegen mal eine Runde dahin. Und während des Fluges muss ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat anscheinend. Wie gesagt, wenn es gefallen hat, Däumchen nach oben wäre voll feines. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Oh, bin gelandet. Ich bleib mir hier stehen. Tschüss. Mit einem Blick. Einen schweifenden Blick über den Ozean. Wie idyllisch. Und tschüss.